Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mich freut es, dass du mich gefunden hast und eingeschaltet hast. Falls du dich für Siku interessierst, lass gleich ein Abo da und einen Daumen nach oben. Auf viele Kommentare würde ich mich freuen. Heute stelle ich euch mal die neue Serie von Siku vor, und zwar die Tutis bei Siku. Das ist so eine acht für Kleinkinder, die Serie 18 plus, also ab 18 Monate kann man dieses Fahrzeuge verwenden. Sie sollen das kreative Denken und Handeln von Kindern ermöglichen. Wie gesagt, ab 18 Monate geeignet, für kleine Hände gut und ideenreich. Jo. Ich habe hier den Freddy Fluxi. Wenn ich das Auto mir so betrachte, muss ich an eine Serie denken aus meiner Kindheit, aus den 90ern, die hieß Bambi die Bu, falls der oder die eine noch die Serie kennt, kann gerne einen Kommentar dazu lassen. Eine wunderschöne Verpackung. Der Preis für dieses Modell liegt bei 14 Euro. Hier sind die Bauteile nochmal. Das Fahrzeug hat einen Rückzugmotor eingebaut, so wie ich das hier verstehe. Jo, hinten eine Figur. Eine Art Legostein ist dabei. Oder Klemmbaustein. Ja. Und es gibt verschiedene Fahrzeuge noch. Die Petty Blinky. Und man kann aus Petty Blinky und den Freddy Fluxi einen Petty Fluxi Blinky machen. Ja, ich hole mal das Fahrzeug raus. Vorbereitung, ich habe nur den Klebestreifen hier geöffnet. Ich packe das Fahrzeug jetzt das erste Mal aus. Leer. Und da fällt schon die Figur raus. Die Figur erinnert mich an Entschuldigung, an eine Figur von Duplo. Ja. Kopf lässt sich bewegen in alle Richtungen, Arme hoch runter, Hände lassen sich nicht bewegen. Figur kann sitzen und stehen. Hallo, ich bin Freddy Fluxi. Und ich würde mich freuen, wenn du ein Abo dalässt. Für den Steffen. Danke. Und jetzt das Fahrzeug. Ja, Pappe. Nicht besonders. Schön, aber. Genau. Hier haben wir das Fahrzeug. Komplett aus Plastik. Ein Kennzeichen 01 Fluxi. Unten stehen ein paar Nummern drauf, das CE-Zeichen, dann Tutis bei Siku, aber das Siku-Logo ist nicht zu sehen. Made in China und alles aus Plastik. Ein sehr schönes Gesicht hat das Fahrzeug. Richtig für Kinder gemacht. Wie geht das auseinander? Ah, man dreht das Fahrzeug so und man kann es öffnen. Und dann kann man jetzt, wenn man die Möglichkeit hat und die Fahrzeuge, kann man die hintereinander dran stecken, denke ich mal. Wo ist der
Stein. Da muss auch ein Stein dabei sein. Karton ist leer. Karton ist leer. Da fehlt doch was, würde ich sagen. Das soll das der Stein sein. Also laut Verpackung müsste hier, seht ihr es, dieser Stein dabei sein. Ist er aber nicht. Warum auch immer. Leider kein Stein dabei. Schade. Aber vielleicht klappt es auch so. Das machen wir jetzt so rum. Dann setzen wir die Figur drauf. Und fertig. Darf ich vorstellen? Freddy Fluxy. Und als Fest lassen wir mal ihn fahren. Anscheinend doch kein Rückzugmotor. Aber so ein anderer Motor. Und eine Spirale als Felge. Hätten Sikur farblich absetzen können, dass es so richtig schön sich dreht. Komisch, warum ist der Stein nicht dabei? Da werde ich wohl mal Sikur anschreiben müssen. Falls euch dieses Video gefallen hat, bitte ein Däumelein da lassen. Und viele Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis bald. Tschüss.